Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Strateger, bei einer weiteren Folge Porto Attila. Und ja, wir haben letzte Folge den Bürgerkrieg auf jeden Fall niedergeschlagen, größtenteils. Hier ist jetzt noch ein kleiner Überrest, der aber auch, glaube ich, nicht lange überleben wird. Ja. Tötet Venedig! Leon ist wild darauf, Venedig beizunehmen. Hab's er geschafft. Er brennt schon so richtig darauf. 390 Verluste. Zu 1144. Das ist die Armee von ihm. Das sind mal zwei Armeen. Und das ist die zweite Armee von ihm. Besetzen bitte. Das ist Venedig. Ich hab das Venedig. Jetzt geht's mir gut. Jetzt kann doch ein Papst losgehen. Ich hab einen Papst los, na klar. Erstmal muss ich hier Sizilien ein bisschen in Zaun halten. Die wollen sich so gegen mich auflehnen. Das gefällt mir nicht. Ja, wie meine Bürger. Nur, dass die so ein schon eigener Staat und so sind. Ja, und der Rest hier. Und die haben mehr als 8 Einheiten. Ich muss meinen General doch nicht dahin beordern. Das finde ich schon mal ganz super. So, jetzt habe ich hier noch Geld und kann hier Sachen bauen. Venedig bitte ausbauen sofort. Ich baue hier. Die herabstürzenden Adler. Gute Armee für die Verlierermannschaft. Ich baue hier. Alle sterben. Alle. Einfach alle, die dort mitgemacht haben. Ich glaube, Mark ist ein sehr diabolischer König. Ja. Ja, sehr. Leicht, ganz leicht. Muss sein. Muss sein. Er sagt einfach, muss sein. Kann ich nicht ändern, muss sein, tut mir leid. Ja, ist so. Da kannst du nichts machen, wenn die das Volk gegen dich auflehnt. Nee, selbst schuld das Volk, ne? Genau. Meine Rede. Meine Rede. So. König, du hast jetzt... Oh, gefällt mir. 5, 10. Du bist 34, er hat 34. Wie viele Schlachten gesehen? Er schon. Ja. Er hat mehrere Schlachten gesehen. Oh, 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 oh. Frau, du kannst ihn heiraten. Heirate. Den hier. Frau, du kannst ihn heiraten. Ja, sie hat endlich genug Einfluss dafür. Jetzt schickt er aber mich Leute los. Nee, ich schick nicht irgendwelche Leute los. Ich schick meine Frauen los, um die der anderen Partei zu heiraten. Ach so. Ich glaube, kann man seine Tochter mit seinem Sohn vermählen? Ich glaube nicht, nee. Na, die Tochter hat so tolle Boni. Aber du kannst sie mit einem Typen aus der anderen Partei vermählen. Ja, aber ich glaube, der Typ gehört da nicht zu meiner Partei. Doch, tut er. Ist dann ja er heiratet in deine Familie rein. Ah, so nicht sie aus. Heiratet in deine, sondern... Nee, der heiratet in deine rein. Das ist cool. Mir fällt gerade auf, meine ganzen Marionettenstaaten haben auch Krieg mit Sizilien, das gefällt mir ja. Stimmt, die muss ich ja gar nicht einladen. Die müssen mir so oder so in jeden Krieg folgen, das gefällt mir. Jetzt kann ich meine Marionettenstaaten gegen alles aufhetzen. Guck, und du sagst, ich werde iranischer König. Und wenn die sterben, nehme ich sie halt ein. So sieht's aus. Sind die echten Leben deiner Untertanen nicht wert? Sie kämpfen für mich. Bei mir ist das was anderes. Meine haben sich gegen mich aufgelehnt. Nee, ich meine jetzt meine Typen da, nicht meine Untertanen, also nicht mein Volk, sondern meine Marionettenstaaten. Weißt du, das nächste Mal, wenn irgendwer, da mein Volk da vor den Mauern steht, dann ruft einfach mein König, ich bin euer König, ruft einfach das halbe Feld da. Ich bin euer König, vergesst das nicht. Und danach einfach so wie bei Alice im Wunderland. Alice im Wunderland, ab mit ihrem Kopf!
Soll ich auf den losgehen? Soll ich auf den losgehen? Nee. Auf wen? Auf die Rebellen doch. Womit denn? Zu mühselig. Bei nee. Der Hauptarmee, aber es wäre nee. Zu mühselig. Nee, das wollte ich auch nicht machen, glaube ich. Vielleicht ein bisschen Verschwendung. Ja. Eindeutig. Du könntest versuchen, also, hier die Gun-Vue einzunehmen. Mit unseren Skills könnten wir das vielleicht schaffen. Mit unseren Skills. Oder du stellst ja mir in Chester, rekrutierst eine Runde und greifst dann an. Der Plan hört sich gut an. Das ist ein toller Plan, ne? Oh. Was denn? Alter. Chester sieht kaputt aus. Nur ein bisschen. Zerstörung. Minus 4,6, minus 0,46 Wohlstand von einem Gebäude. Das ist Teil der Therapie. Hungersnot. Ja, das ist alles Teil der Therapie. Umsiedlung. Auch Teil der Therapie. Bevölkerung inspirieren. Nein, das ist nicht Teil der Therapie. Gleichgültige Bevölkerung. Das ist auch nicht Teil der Therapie. Okay. Einzel da stehen Bevölkerung massakrieren, aber irgendwie. Alter. Ich will den nicht als König haben. Bevölkerung massakrieren war die verboten. Ihr habt das echt nicht verstanden damals. Kannst du dir das erklären? Nee. Nee, ne? Also wenn ich da König gewesen wäre, wäre es so, alle, die irgendein Problem haben, können zu mir kommen und wenn das Problem lächerlich ist, töte ich sie. Das ist doch eine tolle Methode, oder? Alter, die Tochter kann am Tag auf ihre Mutter verüben. Was? Tochter, töte mal bitte deine Mutter. Bitte was? Ja, oder den König. töte den König. Nein, den mag ich, der soll leben. Brauchst du meine Tochter? Was kann die? Bis jetzt noch nichts, aber wir können sie zur Köchin ausbilden. Welche Bonis hat sie? Bis jetzt noch nichts. Welche Malus hat sie? Also Abzüge? Ja, bis jetzt auch noch nichts. Wie alt ist sie? 15. Okay, dann nicht, nee. Ist sie jung. Willst du die andere haben? Nein. Die ist scheiße. Was? Die ist voll gut. Was hat die denn? Oh, nichts. Die ist 9. Und die andere? Wie viele Töchter hast du denn? Willst du die andere? Welche? Ja, das ist die. 7. Hör auf, die Kinder anzudrehen. Willst du die andere? Ich hab noch eine. Und die ist 1. 0. 19. Was hat die? Oh, man fragt, was hatten die? Also. Aber warte. Ich hab keinen Typen mehr dafür. Egal, ich kann sie dir aufheben. Sie ist intelligent, persönlicher Einfluss plus 2 pro Runde. Persönlicher Einfluss plus 1 pro Einfluss Gewinn der Situation. Okay. List plus 1 Ehemann. Die ist gut. Ich weiß. Ich bring meine jetzige Frau Popoich dann halt um. Die ist scheiße. kannst du dich scheinen lassen, Adalgis? Kannst du dich scheinen lassen? Ich hab eine neue Frau für dich gefunden. Ey, Alter. Ich hab eine bessere Frau. Lass dir mal scheinen. Ja, die bringt mir mehr. Also, scheiß auf die Liebe, ne? Wenigstens das bringt dir was. Ja. Das war damals so. Da kann ich nichts für. Ach so. Guck mal, der mag Alter. Dich ja nicht. Wer mag mich denn schon? Ich bin zufälligerweise der König, alles einnehmen will und dann ein riesengroßes Reich. Sizilien tötet mein Klientelkönigtum. Unterwenden! Ich stehe schon wieder auf den Tisch. Ja. Ah, guck mal, die Rebellen greifen an. Ne, die Separatisten. Kannst dich scheinen lassen? Die kannst du nicht. Schade. Kann ich auch wie ein Attentat machen? Ja, kannst du.
Frau, also Königin, tötet seine Frau. Bitte. Fände ich ganz toll von dir. Mein Erbe ist 30. Oh, der ist älter. Tada. Hm. Da scheiden. Kostet 20 Einfluss, hast du nicht. Dann töte ich sie halt. Ist auch okay. Kommt aufs selbe hinaus. Und zwar ist sie tot. Diplomatie. Kriegsziel ist jetzt hier zurzeit die Armee da, bitte. Tötet die mal. Hat mein Klientel hier überhaupt irgendwas, um sich zu verteidigen? Nee, ne? 12 gegen 7. Alter. Wow. Marc, meine Klientel sind scheiße. Tja. Die haben gar nichts. Ich hab noch nicht mal welche. Ich hab Bayern als Klientel, oder? Ja gut, ich hab einen, aber der mag mich nicht. Nee, ich sehe aber Herzogtum Bayern. Bayern, wollen wir handeln? Doch, wollen sie. Jeder will mit mir handeln, weil ich so viel Handelsressourcen habe. Ja, bestimmt. Okay, nicht ganz jeder, aber viele. Alle, die mich nicht hassen, wollen gerne mit mir handeln. So sieht es nämlich aus. Ich fand das bei Total Empire cool, wenn eine Revolution bei dir stattgefunden hat, konntest du der Revolution beitreten. Okay. Wolltest du die, hast du nicht immer deine Nation gesteuert, sondern die Revolution hast du dann gesteuert. Oh, das klingt toll. Musstest aber halt danach gegen dich kämpfen, ne? Monster. Aber wenn du die Hauptstadt eingenommen hast, hast du komplett das gesamte Reich dann eingenommen, was du vorher hattest. Ich handle jetzt hier mit allen, mit denen ich handeln kann. Außer die, die mich komplett hassen. Und dann ändert sich auch automatisch dein Wappen. Beziehungsweise bei Empire deine Flaggen. Ich glaube, ich sollte mal Thema Sizilien davon abhalten, meine kompletten Marionetten kaputt zu hauen, oder? Ja, könntest du? Obwohl, ich muss die eh einnehmen. Das ist jetzt so eine Sache. Helfe ich ihnen oder helfe ich ihnen nicht? Nee. Ich weiß es nicht. Ich bin am Schwanken. Ah, jetzt kann ich hier auch wieder... Nee, hier nicht. Hier. Oh, ich... Steuern. So, Steuern, Einkommen, bitte. Wenn ich hier Steuern reinmachen würde, ging die öffentliche Ordnung total runter. Okay, danke für die Info. Ich kann die Steuern noch auch einfach runterschrauben. Was? Wie was? Steuern runterschrauben geht gar nicht. Doch, geht. Kann ich dir gern zeigen. Nee. Hier. Wir gucken uns jetzt schöne Aufzeichnung. So. Da. Hier, für euch sind Steuern an, ja. Ausmachen. Ihr braucht mehr Nahrung. Imperium unbedeutend. Du bist unbedeutend? Ja. Warte, ich Reichtum. Bin beeindruckend. Arm. Ich bin arm. Ich bin beeindruckend. Wartet ab, bis ich England bin. Wartet ab, bis ich Italien bin. Was wird bei dir nicht lange dauern? Was musst du denn alles einnehmen? Italien halt. Ja, welche Provinz?
Jetzt muss ich hier nachgucken. Wo steht denn das hier? Zähle. Das ist die Provinzen Friaul, Lombardei, Exarchat, Benevent, Kalabrien, Sizilien und Rom, in Klammern außer Roma. Und dafür kriege ich ganz viele tolle Bonis. Unter 400 Runden Zeit. Da bin ich die Handelsmacht schlechthin. Außer Rom. Außer Roma. Also außer der Stadt Rom. Ah, guck mal. Deine Separatisten mögen mich sogar. Was? Wegen religiöser Zuneigung und großer Macht. Ach, aber mich nicht, oder wie? Null. Gesamteinstellung null. Hey, militärisches Bündnis. Nein. Habe ich jetzt ja... Nee, die stirbt erst nächste Runde. Schade. Ja, ich mag die nicht. Die ist so ein bisschen Arschloch zu mir, Mann. Ja, nachdem du meine gesehen hast, oder wie? Ja, irgendwie, ja. Aber ich mochte sie auch schon vorher schon nicht. Jetzt kannst du angreifen dabei, Deganvue. Lichtfield. Wird schon wieder attackiert, aber das kriegen wir diesmal ganz leicht. Du hast ganz schön wenig Nahrung, oder? Ja, das ist möglich. Ja, das ist richtig. Guck mal auf deine Einheiten. Natürlich, Rekrutierung nicht möglich. Diese Siedlung wird belagert. Dann schlag sie zurück. Au. Guck mal auf deine Einheiten da. Die sind so alle ein bisschen kaputt gegangen. Oh, ich war die 10 Jahre, ey. Wer? Meine Typen, die ich rekrutieren kann. Minus 41 Nahrung, 20 Nahrung, minus 10 Nahrung. Also machst du minus 41 Nahrung in deiner Hauptprovinz. Das ist wenig. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Das freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Leute haben die hier drin? 3? Man kann es versuchen. Man kann es versuchen. Ja, mir kann ich noch abziehen, das ist gut. Oh. Okay, ja. Reiter, einmal. Okay. Das müsste man hinkriegen. Das andere sind Schiffe, die können ja eigentlich fast nichts gegen Infanterie. Naja, aber die können landen. Ja, als ob das was bringen würde. Die haben ja Einheiten. Bevor die landen, bin ich in der Stadt schon. Wir sind den zahlenmäßig überlegen. Glaube ich. Solange die nicht landen, ja. Was haben wir denn überhaupt? In der Stadt nur 300 Leute oder so, ne? In der Stadt? Ja. Haben sie, ich glaube, 1000. 1000. Glaube ich. Ne, 1000 sind auf Schiffen, weil die am Hafen waren. Also, deren Hauptarmee ist in Schiffen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich nehme an, du nimmst Kavallerie. Gerne. Kaff. Von wo gehen wir denn? Was soll ich denn machen? Marc, ich brauche Befehle. Die erste Kavallerie-Division braucht Befehle. Einnahme der Stadt. Das ist ein toller Befehl. Soll ich einfach reinreiten oder was? Einfach von hinten reinreiten, während ich dann von vorne da attackiere. Wo ist denn hin? Ich überleg bloß, von welcher Seite ich attackiere. Ob ich von hier attackiere, von hier oder von hier?
Ich glaube, Frage. Direkt frontal, wo ich bin, ist am besten. Hier ist halt nur ein Turm, ne? Und auf den anderen Seiten jeweils zwei. Also zwei in Reichweite. Ich greife aber da, wo ich bin. Tu das. Das wird schon. Das geht irgendwie. Okay. Gucke, da ist die Hauptarmee. Auf Schiffen. Aber die haben halt jetzt ganz viel Kavallerie in der Stadt, weil die nicht auf Schiffe kann. Das ist so ein Problem. Siehst du, da sind schon allein 1, 2, 3, 4 Einheiten Kavallerie. Hilfe! Die landen bei dir. Ein bisschen viel Schiffe. Die konntest du platt machen. Ich versuche jetzt mal hier kurz durchzudrücken, ne? Okay, wir haben die Überzahl. Wir haben die Überzahl. Kriegen die das hin? Ich hoffe, ihr könnt. Schafft ihr es? Schafft ihr es? Schafft ihr. Au. Zu viele Türme. Reite doch weiter. Tötet die Menschen da, die scheiß Bogenschützen. Tötet sie. Nicht die Bauern, die Bogenschützen. Jetzt kommt Kavallerie eine Einheit. Was denn? Das ist nicht geplant. Was? Schiff brennt doch! Okay. Rückzug? Wir können uns zurückziehen. Du musst nur den Befehl dazu geben. Das ist alles, was ich brauche. Ja, greif du die Stadt mit an. Wir bleiben. Okay. Da kommen Speerkämpfer auf mich zu. Gefällt mir nicht. Jetzt die Bogenschützen. Das sind nur Bogenschützen, Leute. Das kriegt ihr hin. Ihr seid Kavalleristen. Könnt mir nicht sagen, dass er gegen Bogenschützen verliert. Aufschatz, da kommt ein General. Reite bitte zu ihm weg. Ja, so ist gut. Genau in die Richtung reiten. So macht ihr es gut. Haha, General, geh weg. Ich zieh mich schon zurück. Ist alles gut. Ich geh schon weg, okay? General, bleib weg, bitte. Bleib weg von mir. Ach nö. Ich will nicht gegen General kämpfen. Ja, warte, bleib noch, bleib noch, bleib noch, bleib noch, bleib noch. Er greift ja nicht an. Ich nehme gerade einen Turm ein. Ja. Aber er schießt mir halt alle Kavalleristen mit dem Turm weg. Während des Einnehmens. Also die Hauptarmee ist irgendwie ein bisschen langweilig. Oder kommt mir so vor? Also die Kavallerie ist so gut wie tot.
Die Hauptkavallerie ist tot. Und deine Kavallerie ist so gut wie tot. Weil Turm, ein Schuss, ein Tod. Ja, das habe ich befürchtet. Aber sie lebt noch. Und du verlierst keine Einheit. Dafür kann ich sorgen. Mach da ruhig weiter. Renn ruhig weiter rein, Kavallerie. Wo rein denn? In die Speerträger. Wo denn? Jetzt ist sie nicht mehr da. Das ist... Da kann ich ja nicht mehr sehen. Achso, da. Da war sie. Ist tot. Ich seh das Schiff wegrudern. Das war die Hauptarmee. Achso, war. Ja, sie dachte, sie könnte jetzt einfach um mich losrennen. Hat aber irgendwie nicht ganz geklappt. Was? Hinterhalt? Da ist ein General. Der General kämpft auch mit dir. Übrigens, ich bin dich hier gerade so eine Einheit Speerkämpfer, ne? Die warten hier, bis ich reingehe wieder. Ja, ich werde da gleich was hinschicken. Also ich kann gerade gar nichts machen. Weil wenn ich reingehen will, sind da die Speerträger und der Turm. Da schießen Bogenschützen auf deine Einheiten. Ich zieh mal lieber die Kavallerie zurück, sonst stirbt ihr vielleicht noch. Na. Weil es sind noch 15 oder 16 Mann. Du weißt ja, ab 10 wird kritisch. Hast du vielleicht sonst noch irgendwas für mich? Oh, Fernkämpfer. Wo sind die denn? Okay, die sind hier. Folgen. Die kämpfen hier im Nahkampf. Was denn, Da kommen ein paar Speerträger und Generäle auf mich zu ran. Ja, die Speerträger waren da hinten. Also, die sind jetzt bei mir. Das heißt, die werden dir jetzt wahrscheinlich keine Probleme mehr bereiten. Die Kavallerie ist schon weg. Achso. Die flüchtet gerade. Und zwar wirklich flüchten. Auf deinen Befehl oder selbstständig? Auf meinen Befehl. Weil sind so gut wie tot. Da wankt ganz schön was von dir. Ja, da hinten. Die ganzen Angstkämpfer und so. Was? Wo denn? Wahrscheinlich meine Kavallerie, weil die jetzt gleich am Ende ist. Kavallerie flieht. Hier geht mal ein Stück zurück. Was den Grund, weil mich der Toner ja nicht mag. Oh. Lebt der General noch? Mm. Dann kriegen wir das alles hin. Ich hab noch die 4 Bogenschützen. Der General muss da weg. Der sollte am besten stehen bleiben. Das wäre so das Optimalfall.
Falsch, Bogen 14. Sortiert hinstellen und dann nochmal schießen. Oh, okay, das habt ihr. Jetzt schießen. Na, da kommen Salven an. Jetzt sind doch Salven und nicht solche Pipi-Kleckse. Schuss. Au. Und Schuss. Und Schuss. Haut ab, Bogenschützen, ihr habt keine Chance. Dann kommt halt wieder. Und lasst ihr wieder beschießen. Schuss. Jetzt Schuss. Da kommt eine Salve an. Au. Au. Da sind ein paar umgefallen. Schießt sie kaputt. Okay, sind weg. Jetzt kann ich dir bei dem General helfen. Falls du überhaupt noch Hilfe brauchst. Ich bin auf dem Weg zu ihm, um ihn zu beschießen, ne? Komm her. Gut, komm her. Na komm. Du kannst einfach die Sperrkämpfe auf ihn draufschicken. Du willst ja reinreiten. Warum? Da kriegst du mit mehr Verluste. Tut dir nur so doof oder ist er so doof? Also ich hab ihn gleich im Visier. Puh, ihr geht halt da oben. Gleich ist er in Reichweite. Jetzt zerschießt ihn! Go, Bogenschützen! Alter, wie hoch schießen die denn? Oh, das hat einen. Au. Was denn? Deine Pfeile töten mehr meine Männer als unsere. Ich höre lieber auf zu schießen, ne? Ich habe lieber aufgehört zu schießen dann. Als ich gesehen habe, wie viele von deinen umgefallen sind. Die eine Salve kann man BAM auf einmal so einen halben Meter umgefallen. Ja, weißt du, gegen. Ich glaube, unsere Bogenschützen haben so einen Bonus. Extra Schaden bei verbündeten Einheiten, weniger bei Gegnern. Ja, irgendwas oder können gar nicht zielen oder so. Ausbildung gar keine. Ja. Treffen so zu 10% der Gegner. Ich habe die Hälfte meiner Leute verloren. Aber hast ein Dorf erobert. Und eine Fraktion so gut wie vernichtet, glaube ich sogar. Oder komplett vernichtet. 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 Nee, der König lebt noch. Der König lebt noch. Alter. Egal, die haben keine Stadt mehr. Aber haben wir noch eine Flotte mit einem Boot? Ja. Aber du hast keine Einheit verloren, ne? Nö. Nee. Und siehst du, der Kavallerie geht's auch halbwegs gut. Ja. Jetzt halt vielleicht einige manche Einheiten, aber. Arme Tarnis. Oh, du hast Söldner angeheuert.
Einen. Die wollte ich trotzdem jetzt sofort schnell wegwerfen, weil kosten 313 Unterhalt. Ist ein bisschen. Wir sind übrigens bei 35 Minuten. Oh, und dann. Und noch ein Jahr. So. Dann haben wir jetzt, glaube ich, eine Folge halt durch. Wir haben eine Folge durch. Noch nicht. Noch nicht. Nein, noch nicht. Nein. Na gut. Halt nicht. Sehe ich jetzt gar nicht ein. Nee, muss ja auch nicht, ne? Doch, muss ich. Ich werde jetzt demnächst den Papst stürzen, also. Was willst du stürzen? Den Papst. Also, wir lassen Leon weiterhin seine Illusionen. Wir werden ja sehen, wie lange das noch Illusion ist. Ich will sehen, dass du den Papst stürzt. Das will ich sehen. Willst du gern sehen? Ich hätte nicht so, dass der Papst. Kann ich dir zeigen. Ha, ich hab Blei. Ja, einzige, was du nicht hast. Arschloch. Ha, ich hab Blei. Ich hab Blei. Ich hab Blei. Ich hab Stoff. Er hat Stoff und Stärz. Und Olivenöl. Er hat Stoff, Olivenöl und Schnaps. Er hat Stoff, Olivenöl und Salz. Salz. Er hat Stoff, Olivenöl und Salz. Stoff, Warte, Olivenöl und Salz. Was ist das hier eigentlich? Ich glaube, ich kann auch Blei haben, oder? Nein, kannst du nicht. Warte, welches Zeichen ist denn Blei? Sag ich ihn nicht. Sehe ich ja gleich bei dir. Gucken. Stoff und Schnaps. Stoff und Schnaps. Dann hab Stoff und Schnaps. Das ist nicht mein Problem. Nee, Blei habe ich doch nicht. Derzeit die Kriege. Drei? Wer? Drei Kriege. Du? Doch keine drei Kriege. Meine Kriegsmüdigkeit ist bei 0%. Ich hab zwei. Ich hab einen. Ich muss langsam mal einen Krieg beenden. Oh. Oh, wie schrecklich. Was denn? Die Frau von meinem Erbin ist gestorben. Oh, wer hätte es gedacht, ne? Ganz plötzlich auf einmal. Marc. Was denn? Ich bräuchte das so eine neue Frau, ne? Und ich hab gehört, dass er ihn zu verkaufen. Ja, zu verkaufen? Nein, Mann. Alter, was hast du denn? Was hast du denn? Alles gut. Was? Soll ich mal deine neuen die Eigenschaften hier vorlesen, deines Typen? Was? Macht Rang 5 aggressiv. Dieser Mann ist aggressiver als die Norm. Du bist auch aggressiv, also. Und dann das geilste, Tyrann. Was steht da? Dieser Mann hält seine Fraktion für merklich überlegen. Daher wird er oft Geld von schwächeren Nachbarn verlangt. und du bewunderst starke Reiche. Ja. Heißt, du bewunderst mich, okay? Du bewunderst mich, okay? Auf sein 100. Hier. Ich bin freundlich, du kriegst 1000. Aber die 100 nicht, ne? Nee, die brauche ich noch. Die tun weh, der Kasse, oder wie? Die tun weh. Ich habe meine Tochter verkauft. Ja, mein Erbe hat endlich eine gute Frau gefunden. Meine Tochter steht in der Familie eines Tyrannen. Und da sagt noch mal jemand, ich werde Tyrann. Bei ihnen steht das. Du bist Tyrann. Nein. Doch. Bei dir steht das. Ist mir egal. Du kannst jetzt nicht mehr abstreiten, dass du ein Tyrann bist, Leon. Ich bin ein Tyrann, und? Oh. Ich habe vollkommene Herrschaft. Was? Ja. Herrschaft 100%. 182 Einfluss. Will ich auch. Na, oh, darfst aber nicht. Ja, aber voll wenig Kontrolle. Kontrolle habe ich.
Auch wenig. Wie viel hast du? 150 von 500 Adligen. 30%. Ich habe 200 von 500 Adligen. Ich habe 40%. Macht ist nur 53. Habe ich 51. Ich habe 53. Lässt sich Macht. Schnell ändern. Ich bin ausgewogen. Irgendwann bin ich absolut. Aber absolut ist gar nicht so toll. 10% Korruption ist nicht toll. Hier, bitte. Und was kann ich denn hier bauen? Was gibt's denn hier Schönes? Hä? Hier haben wir doch irgendein Special-Ding. Ja, doch wieder irgendein Special-Ding. Ja, irgend so eine Ressource. So eine Ressource. Warum? Ach, die baue ich da schon. Ach, das ist Marmor. Oh. Okay. Oh. Marmor. Auch okay. Was sagt die Zeit? Zeit sagt 41 Minuten. Jetzt können wir langsam beenden. Okay. Leon, machst du mich weiter? Ich mache Abmoderation. Ja, wir haben. Ich erinnere mich voll wenig, dass wir diese Folge was gemacht haben, außer jetzt dieses Gefecht geschlagen. Wir haben auf jeden Fall einen Feind fast vernichtet. Ich zähle jetzt eigentlich schon als vernichtet, weil der hier ist sowieso tot. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt langsam weiterhin Stück für Stück versuchen, England zu einen. Als nächstes wird es wahrscheinlich das hier unser Ziel sein. Ja, dann haben wir, dann müssten wir diese Fraktion auch vernichtet haben. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal diesen Bereich. Das bringt uns schon mal, glaube ich, ein bisschen mehr. Dadurch, dass ich weiß oder merke, dass das hier nur den hier gehört, brauchen wir die ja nicht angreifen und den hier könnten wir wegnehmen, weil bringt halt nichts. Dann unser nächstes ist jeweils das hier und dann gehen wir hier drauf. Ich gehe gerade in Richtung Vatikan oder Sizilien, je nachdem, auf was ich als erstes stoße. Und dann machen wir das hier und ja, dann gehen wir hier drauf. Also als allererstes werde ich, glaube ich, versuchen, hier hinten den Süden zu einen, den Süden Englands. Süden Englands, okay. In der Nacht ziehe ich hoch in den Norden. Ja, zu Leons Reich muss ich ja immer nicht mehr viel sagen, ne? Der Vatikan hasst mich. Was für ein Vatikan? Der Kirchenstaat. Also, ja. Das glaube ich. Militäraktion gegen Kirchenstaat. Wann habe ich Militäraktion gegen dich gemacht, Kumpel? Wann? Und ich glaube, du bist dabei. Nein, ich bin noch nicht in seinem Gebiet. Ja, aber ich glaube, der Kirchenstaat sieht so, dass du auf ihn zumarschierst. Ich marschiere in Richtung, wie heißt es? Thema Sizilien. Der Name ist so cool. Thema Sizilien. Uland. Nee, Uleid. Handel. Weißt du, hassen mich abgrundtief. 131, aber wollen handeln. Ja. Das sind die Briten. Das ist Leons Situation in der Lage. Und ich habe eigentlich echt keine Abmoderation mehr. Deswegen sage ich einfach nur noch Ciao. Ich muss noch kurz ein Angebot machen. Yes! Tschüss!